Hallo und willkommen zurück zu Skyrim. Wir nehmen heute nur ein Stündchen auf, bisschen mehr. Ich habe gestern ziemlich lange The Forgotten City aufgenommen, fast 4 Stunden. Das Spiel ist durch, komplett eingeplant, gerendert, geschnitten. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Quatsch, bin ich in meiner Anmoderation. Danke, Lydia. Aber naja, was soll ich sagen? Das hat ziemlich Kraft gekostet, muss man so zu sagen. Deswegen, ja, es ist ein bisschen später auch und wir haben keine Folgen mehr, quasi. Deswegen machen wir mit der Erkundung weiter. Und da Forgotten City bis fast Ende Februar vorgeplant ist, ein Projekt danach muss ich mir noch raussuchen. Ich habe so ein, zwei Ideen. Aber ja, dann habe ich ein bisschen Luft. Dann kann ich nächstes Wochenende halt eine größere Session für Skyrim ansetzen, wenn ich nicht komplett durch die Arbeit im Eimer bin, aber wir hatten ja sowieso den groben Plan, alles was noch offen ist zu erkunden, die Gilden fertig zu machen und die Hauptstory von Solzheim sowie von Himmelsrand an sich. Was haben wir dann noch offen? Wir gucken mal. Hier unten ist noch Zeug. Hier oben ist noch Zeug. Machen wir denn da? Erstmal hier unten, oder? Ja. Ich würde sagen. Wir gehen mal Falkenring und von da aus gehen wir in Angis Lager. Was immer uns da auch erwartet. Ist was Kleines, so wie es aussieht. Ach ja, die Nedra-Schreine hatten wir auch noch im Plan. Lager, Lager, Lager. Ist von hier aus nicht zu sehen, ist zu weit weg wahrscheinlich. Da. Marker in der Richtung, dann latschen wir mal los. Das ist auch irgendwie, wenn ich das so sehe, am Arsch der Welt. Hier oben irgendwo. Das sind so Ecken, da kriegt man normalerweise nicht rum, denke ich mal. Und ohne, ich sag mal, eine Lösung, beziehungsweise jetzt ohne jetzt mit dem Command wie vor einigen Aufnahmesessions die restlichen verbleibenden Punkte aufzudecken, ist es, glaube ich, unmöglich, alles zu finden, oder? Ich meine, fast alles, wir sind ja sehr dicht dran, so viel war jetzt nicht mehr auf der Karte. Aber wirklich alles, alles ist schon, glaube ich, nicht unbedingt drin. Ich liebe das, habe ich ja schon mal gesagt. Ich verstehe es nicht. Wieso? Ist hier eine Alpha-Wand? Nee, jetzt geht's. Das ist manchmal echt merkwürdig. Nee. Moment. Wo ist das Pferd? Da. Natürlich. Kommst du hoch? Nee. Willst du mich doch trollen, oder? Hallo? So. Wir spielen mal wieder eins Bergziege. Mal sehen, ob das im 6. Teil auch geht. Wäre interessant. Da sie aber, glaube ich, eine komplett neue Engine bauen, bezweifle ich das. Bäh. Na toll, fall nicht runter. Wie gesagt, wir spielen Bergziege und nicht irgendwie hier Plumpsack. Ist eigentlich so auch absolut nicht gewollt, logischerweise, aber F8, sicher, sicher. Mal gerade mal gucken, Aufnahme passt. Sonst beiß ich mir den allerwertesten, wenn das wieder nach hinten losgeht. Was ist denn das? Frage ich mich gerade, wie man da regulär hinkommen soll.
wenn man da hinkommen soll. Aber das ist ja verzeichnet irgendwo. Wahrscheinlich ist irgendwo so ein kleiner Bergpfad oder irgendwas. Frage, was das Ding überhaupt, sag ich mal, uns bringt. Außer, dass wir es aufgedeckt haben. Müssen wir dafür irgendeine Quest dann hin oder was auch immer. Ah, Gott. Tot. Oh, ich stehe noch. Ups. Tja. Mal reinzoomen. Vielleicht vom Schattengipfelturm aus? Wir gehen mal dahin, warte. Berge sind relativ steil. Ah, da. Ja. Das war gerade. Ach so. Sagen wir, was ich jetzt löse. Nee. Na, geht doch. Irgendwas kam angeflogen. Was war denn das? Aber ein Zweigling habe ich jetzt nicht gedacht. Aber so wirklich Fahrt ist ja auch nicht nach oben dafür, ne? Da irgendwo. Aber hier sieht es schon, sag mal, besser aus im Bergziegenmodus. Ach, jedes Mal. Oder fast jedes Mal. Wo ist er denn? Da unten. Kommen Sie mal her. Danke sehr. So. Frage, wie weit wir hier kommen, bevor das Spiel sagt, nee, hier kannst du nicht lang. Oh, hier ist noch der andere Punkt, wo wir hinwollen. Scheint ein Pfad zu sein, ne? Also sieht aus wie ein Pfad. Ich geh mal runter, weil da oben ist noch ein Drachenkopf. Bye bye, Abak, danke. So. Das sieht doch nach dem Ziel aus, wo wir hin wollen. Jo. Eigentlich relativ steil alles hier. Fast unerreichbar, das Zeug. Also hier kraxelst du normalerweise nicht unbedingt hoch, wenn du nicht weißt, dass hier irgendwo was ist. Beziehungsweise da musst du schon einen extremen Entdeckerdrang haben, um hier wirklich alles anzugucken. Ich meine, ich nehme ja fast alles mit und gerne, aber von alleine wäre ich hier nicht drauf gekommen. Warum auch? Also, ist ja auch schon am Arsch der Welt, muss man sozusagen. Ja? Was ist es denn jetzt? Da hinten. Okay, hier ist doch ein Pfad. Irgendwie. Eine Hütte, ne? Anglis Lager.
Keine Ahnung. Kenne ich nicht, sagt mir nichts. Lasst mich. Ich heiße Angie. Und wenn ihr irgendwelche Dummheiten macht, werde ich nicht zögern, euch einen Pfeil in den Kopf zu schießen. Das wollen wir doch mal sehen. ja, alles gut, bleibt mal ruhig hier. Entschuldigt, aber ein Mädchen kann hier draußen nicht vorsichtig genug sein. Wie schon gesagt, ich heiße Angie und ich lebe schon seit ein paar Jahren hier draußen. Am Arsch der Welt, so wie es aussieht. Warum lebst du hier draußen alleine? Ich bin aus Helgen hergezogen, nachdem meine Familie getötet worden war. Ich konnte damals die Gesellschaft anderer einfach nicht ertragen. Jeder hatte Mitleid mit mir und das wollte ich nicht. Es war nicht ihr Problem, sondern meins. Sie hasst Menschen, okay? Tut mir leid. Ihr solltet es ihnen nicht nachmachen. Ach ja. Bemitleidet mich nicht. Wir hatten deine Familie kalt gemacht. Zwei kaiserliche Säufer, die dachten, sie stünden über dem Gesetz. Soll ich mich um sie kümmern? Habe ich bereits. Ah. Das ist einer der Gründe, weshalb ich hier draußen lebe. Cool. Aber danke für das Angebot. Ich habe diese Zielscheiben schon vor langer Zeit aufgestellt. Ich schieße ab und zu auf sie. Will ja nicht, dass meine Bogenkünste einrosten. Darf ich auch mal? Und ob. Wisst ihr, wie man so ein Ding benutzt? Nein, nicht wirklich. Wahrscheinlich besser als ihr. Sagen wir mal, Hesine, ja. Nun, sagt Bescheid, wenn ihr üben wollt. Wenn ihr einen Bogen braucht, auf dem Ständer links neben der Tür befindet sich einer. Nö, ich hab meinen. Wir können. Ausgezeichnet. Folgt mir zu den Zielen, dann können wir beginnen. Okay. Bogenschießen, vor allem, wo sind... Mein Vater war fast nie zu Hause. Also hat mir meine Mutter beigebracht, wie man einen Bogen benutzt. Ziele? Welche Ziele? Ach so, ich bin komplett falsch gelaufen wahrscheinlich. Also, ich verstehe. Die Ziele. Na dann. Sie sagte immer, dass Gelassenheit der Schlüssel zum Erfolg eines Bogenschützen sei. Wenn es euch gelingt, die Ruhe zu bewahren, selbst inmitten des Chaos, dann wird euer Pfeil vermutlich sein Ziel finden. Habe ich gerade ihren Pfeil weggeballert? Gut, dann wollen wir mal sehen, wozu ihr fähig seid. Nicht vergessen, ihr müsst innerhalb des markierten Bereichs bleiben und dürft nur Übungspfeile verwenden. Ich habe welche, falls ihr keine dabei habt. Visiert das mittlere Ziel an. Verwendet nur die Übungspfeile. Übungspfeile? Moment. Ich brauche Übungspfeile. Versucht das mittlere Ziel zu treffen. Hier, bitte. Warte doch mal, ich muss erstmal hier auf Übungspfeile wechseln. Ich habe doch nur gefährliche Pfeile. Schöner Schuss, genau ins Schwarze. Trefft nun das Ziel zu eurer Linken. Toller Schuss. Trefft jetzt das Ziel zu eurer Rechten. Schöner Schuss, genau ins Schwarze. Sagt Bescheid, wenn ihr noch einmal üben wollt. Nächstes Mal werden wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern. Was wollt ihr, Kätzchen? Nochmal üben. Ausgezeichnet. Eule. Folgt mir zu den Zielen, dann können wir beginnen. Aber wir sind doch schon da. Mein älterer Bruder hat mich oft auf die Jagd mitgenommen, als ich noch klein war. Damals war es nicht einfach, Essen auf den Tisch zu bekommen. Geschweige denn, genug davon übrig zu haben, um es auf dem Markt zu verkaufen. Und immer wenn wir irgendwo auf mehr als ein Tier stießen, galt es unbedingt, so viele zu töten wie nur möglich.
Wenn ihr lernt, die Fassung zu bewahren und darauf zu vertrauen, dass jeder Schuss ein Treffer ist, dann solltet ihr bald in der Lage sein, mehrere Ziele zu bewältigen. Mir vorhalten, ich soll Übungspfeile benutzen, die selber ballert mit Eisenpfeile. Versucht ihr, innerhalb von 8 Sekunden jedes der 3 nächstliegenden Ziele zu treffen. Na dann. Ich werde bis 3 zählen und dann los sagen. Ihr habt 8 Sekunden, um jedes der 3 Ziele zu treffen. Spannt den Bogen und macht euch bereit. Na gut. 1, 2, 3. Los! Vorsichtig! Ihr habt es geschafft. Alle 3 Ziele in 8 Sekunden. Gut gemacht. Okay. Sagt Bescheid, wenn ihr noch einmal üben wollt. Nächstes Mal werden wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern. Großartig, wie ihr diese Ziele getroffen habt. Ausgezeichnet. Folgt mir zu den Zielen, dann können wir beginnen. Ich hole mal meine Pfeile, warte mal. Wir haben uns über Geschwindigkeit und Gelassenheit unterhalten. Nun kommen wir zur Präzision. Oft wird es euch nicht gelingen, eurem Opfer so nahe zu kommen, wie ihr es gerne hättet. Dann müsst ihr es notgedrungen mit einem Fernschuss versuchen. Ja. Bei einem Schuss aus einer solchen Entfernung ist es sehr wahrscheinlich, dass euch nur ein Versuch bleibt, ehe das Ziel sich aus dem Staub macht. Wenn ihr euch in einer solchen Lage befindet, dürft ihr keinen Schuss vergeuden. Schießt nicht überhastet. Hockt euch hin, nehmt eine bequeme Position ein und visiert das Ziel an. Ja. Gut, jetzt seid ihr an der Reihe. Versucht das Ziel dort in der Ferne zu treffen, weit hinter den anderen 3. Vergesst nicht, euch Zeit zu lassen und den Schuss nicht zu vergeuden. Ziel in der Ferne? Hinter den anderen 3? Ach, das da hinten. Ach du Scheiße. Schöner Schuss, genau ins Schwarze. Sagt Bescheid, wenn ihr noch einmal üben wollt. Na, was nächstes kommt Mal werden wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern. Ach, noch mehr? Ausgezeichnet. Folgt mir zu den Zielen, dann können wir beginnen. Was kommt denn da jetzt noch? Wir haben uns über Gelassenheit, Geschwindigkeit und Präzision unterhalten. Nun ist es an der Zeit, alle 3 zugleich einzusetzen. Okay. Ich muss euch warnen, diese Herausforderung wird ziemlich schwierig. Aha. Ihr müsst euch lediglich all das vergegenwärtigen, was ich euch gelehrt habe. Dann solltet ihr es schaffen. Okay. Ihr werdet vielleicht ein paar Versuche benötigen, aber deshalb üben wir ja. Was soll ich machen? Wenn ich euch das Kommando gebe, dann versucht alle 4 Ziele innerhalb von 10 Sekunden zu treffen. Na, großartig. Ich werde bis 3 zählen und dann los sagen. Ihr habt 10 Sekunden, um jedes der 4 Ziele zu treffen. Spannt den Bogen und macht euch bereit. Na dann. 1, 2, 3. Los! Irgendwas verpasst? Die Zeit ist um. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Vorsichtig! Ach so, weil ich keine Übungspfeile mehr habe. Klar. Hier, greift zu. Anscheinend geht euer Vorrat zur Neige. Ja, bitte? Klar. Bis zum nächsten Mal. Huch. Oh ja. Da hat sich Schuss gelöst. Ich werde bis 3 zählen und dann los sagen. Ihr habt 10 Sekunden, um jedes der 4 Ziele zu treffen. Spannt den Bogen und macht euch bereit. 1, 2, 3. Los! Na, ich habe das Ziel da hinten nicht getroffen. Die Zeit ist um. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Oh. Ja. Klar. Oh Mann. Ich werde bis 3 zählen und dann los sagen.
Ihr habt 10 Sekunden, um jedes der 4 Ziele zu treffen. Ja, ja. Spannt den Bogen und macht euch bereit. 1, 2, 3. Los! Hey, aufpassen! Ihr habt es geschafft. Alle 4 Ziele in 10 Sekunden. Gut gemacht. Ja? Ich habe euch alles beigebracht, was ich weiß. Ihr seid jetzt womöglich sogar so gut wie ich. Irgendwie ein beunruhigender Gedanke. Ich könnte euch ein, zwei Dinge übers Buch. Zeit zu sterben. Hm. Okay, danke schön. Es war mir ein Vergnügen. Ich bekomme nicht allzu oft Besuch hier draußen. Von freundlichem Besuch ganz zu schweigen. Danke, dass ihr hier geblieben seid und mir Gesellschaft geleistet habt. Es war schön, endlich jemanden zu begegnen, der nicht darauf aus ist, einen zu berauben oder einem den Kopf abzuhacken. Ich weiß, es ist nicht viel, doch dieser Bogen ist für euch. Nee. Ein Geschenk von meiner Familie an mich. Er bedeutet mir viel, doch er weckt zu viele schmerzhafte Erinnerungen. Toll. Ich bin dann mal weg. Denkt daran, Gelassenheit und Oh Mann. Noch mehr Zeug, was ich mit mir rumschleppen darf, weißt du? Schaden 66, Basisschaden. Okay. Geschwindigkeit. Ihr müsst nicht warten, bis euer... Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Grauwassergrotte. Von Helgen aus. Unhöflich, aber so mitten im Gespräch. Ciao!